The Hedgehog für die Xbox 360. Ihr dürft euch allerdings nicht über den... Nee, den Namen seht ihr nicht, zum Glück. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, ihr dürft euch nicht über den Namen umwundern, da ich das Spiel bereits einmal durchgespielt habe. Episodenwahl, genau. Ja, wir können uns den Charakter aussuchen. Bisher haben wir bloß einen, und zwar Sonic. Und so werde ich es auch machen. Ich werde erst Sonic durchspielen und dann jeweils einen anderen. Und nun sehen wir uns erstmal die Zwischensequenz an. It's all right. We give thanks for the blessed flames. May we always continue to have peace. Son of Soliana, guide and watch over us with your eternal light. Pleasure to meet you at last, Princess of Soliana. I am Dr. Eggman. I've come here to obtain the secret of the Flames of Disaster from you, and to take the miracle gems that are the key to its secret, the Chaos Emerald. Now, Princess, this way, please. Snazzy performance there. I'm Sonic. Sonic the Hedgehog. Not that irritating hedgehog again! Attack! I finally found him. The Endless Trigger. So, somit hätten wir die erste Zwischensequenz erledigt. Das Einzige, was mich eigentlich an diesem Spiel stört, sind die erstmal langen Leitzeichen und viel zu oft... Why are you helping me? No special reason. Sonic! Es sind viel zu viele Leitzeichen, also das stört eigentlich nur. Aber ansonsten ist das Game echt gut gemacht. I'm afraid our little game ends now. Sonic, take this. I've got it. And don't worry, I'll rescue you.
I know. It's only a matter of time before it's mine. Until then, you can hold on to it for me. Ich liebe diese Musik. Und schon wieder eine Ladezeit. La la. Diese Ladezeiten werden uns noch des Öfteren begleiten. Jetzt kann ich eigentlich so. Tja, da ich es schon ein bisschen durchgespielt habe. Also dürfte eigentlich allzu lange dauern. Mit A springen wir, mit dem linken Stick laufen wir, wie sonst auch. Hopp. X. Ja, hat mir X gedrückt, dann. So, was haben wir seit Beginn der Festung nicht erlebt? In der ganzen Geschichte Solianas hat es das noch nicht gegeben. Was haben die königlichen Wachen getan? Tets. Ladebalken. Ich sagte doch, viel zu viele Ladezeiten. Und vor allem dann auch noch so lang. Aber... Tails! Long time no see! I'm glad you're here. I heard that you tried to save the princess from Dr. Eggman. You're going to rescue her, aren't you? Let me help. I may not know what Eggman's up to, but it can be a good thing. Okay, with your help, this should be a piece of cake. I'll do my best. So, nächste Zwischensequenz erledigt. Naja. Ich werde diese Ladezeiten aber verkürzen. Das weiß ich jetzt schon. Da komme ich nicht durch. Na? Drüben am Strand ist ein gefährliches... Nee. Drüben am Strand ist es gefährlich. Jedenfalls Gerüchten zufolge, wer weiß. Schon was da wirklich los ist. Ja, das stimmt. Das stimmt irgendwie. Ich heiße Alberto Robert. Alberto Robert. Und bin schon seit sehr langer Zeit in dieser Stadt. Als Schuster tätig. Im Moment arbeite ich an einem Meisterwerk. Diese Schuhe verwandeln sich, indem sie sich die Macht der geheimnisvollen Steine Solianas zunutze machen. Ich nenne sie Spezialschuhe. Leider gibt es niemanden, der das wahre Potenzial dieser Schuhe ausreizen kann. Ist hier aber jemand, der das Design dieser Schuhe testen kann? Du glaubst, du seist dazu imstande? Bist du sicher? Na sicher. Sonic schafft das schon. Ja, wir müssen des Öfteren immer so eine kleine Mission machen. Ist natürlich auch ein bisschen abwechslungsreich. Ich ziehe dir die Schuhe an und durchquere Ringe. Wenn ich meine Sache gut gemacht habe, solltest du es rechtzeitig haben. Ja, ja. Ein Hoch auf das Verkürzen. Ja.
Oui. Wie ich das erste Mal gemacht hatte, habe ich mich nicht so gut angestellt. Fantastisch. Genau wie ich vermutet habe. Meine Spezialschuhe sind endlich fertig. Ich möchte die genetische schenken. Du weißt, wie man sie richtig einsetzt, gell? Ich will kein Geld zu wissen, dass sie überhaupt getragen werden, ist mir den Lungen genug. Die Steine, die in die Schuhe reinpassen, sind Edelsteine. Du kannst sie in den Geschäft da drüben kaufen. Sie sind sehr selten, aber wenn du einen davon in diese Spezialschuhe gibst, werden sie dir eine ganz neue Fähigkeit verleihen. Die besten Schuhe der Welt. Getragen vom besten Läufer der Welt. Du hast mich sehr glücklich gemacht. Ich danke dir. Ja. Und Rang? Yes! Yay! Ui, 1000 Ringe. Moment, da stört was im Bildschirm. So. Und hey. Auf zum Laden. Willkommen. Lichtschnitt? Ah, genau, den Bob. Hiermit machst du einen Lichtsprint. Mit dem Lichtsprint kannst du bis schnell durch eine Ringkette rasen. Sehr schön. Und jetzt müssen wir, glaube ich, hier hin. Ah, genau. Und auf geht's. Haha, Tils. Verfolge den Egg Carrier. Hui. Late, 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 late. I've got to hurry and save Elise! There's a gift. Whoa! Ah, das macht das an Sonic Spiel aus. Wee! Wee! Und weiter geht's. Wow. Das sollte eigentlich definitiv anders laufen. Ach, einmal drehen, komm. Man sollte in nicht springen. Hui. Aber das wird wohl kein S-Rang wetten, so wie ich das sehe. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Wow. Das kommt davon, wenn man wirklich alles haben. Ja, ist ja gut. Hui. Und ein weiteres Mal. Das erfreut einen. Ja. Hui. Oh. Na gut.
Tatsächlich, warum nicht, ja. Nein, kann ich nicht. Wow.